Saanen im Berner Oberland. Hier in der spätgotischen Kirche des Dorfes fanden 1957 die ersten Konzerte des Gstaad-Menuhin-Festivals statt. Mit ihrer ausgezeichneten Akustik war sie der ideale Konzertsaal für das neue Festival und seinen Gründer, den Geigenvirtuosen Yehudi Menuhin. Einzigartig sind die prachtvollen Fresken aus dem 15. Jahrhundert mit Darstellungen aus dem Alten Testament und dem Marienleben. Sie machen die von außen so unscheinbare Kirche zu einem ungemein spirituellen, inspirierenden Ort. Und das weiß mehr als 60 Jahre nach Gründung des Festivals auch eine Virtuosin von heute zu schätzen. Ich kam gestern aus Spanien und war den ganzen Tag unterwegs, nur um zu dieser kleinen Kirche in den Alpen zu kommen. Es ist etwas ganz Besonderes, hier, an diesem Ort, der so vielen Menschen etwas bedeutet, diese wunderbare Musik gemeinsam mit anderen aufzuführen. Erleben Sie Hilary Hahn und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen mit den Violinkonzerten von Johann Sebastian Bach. Die musikalische Leitung hat Oma Meir Welber. Thank you.
Musik.